Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Wo du schon umgegangen? Ja, holy shit. Ja, das sind gute Dinger hier. Oh mein Gott. Einfach riesige Dinger. Einfach so viele auf einmal. Aber die Klosterpforte. Der Heal regelt einfach noch immer. Und eine? Hof offen. So geschlossen war sie. Warte, jetzt muss ich mir das anschauen. Yeah. Im alten Style. Ja, da gibt es neue schon ein bisschen mehr, ja. Es gibt im Kloster noch ein äußeres Kloster. Ja, moin. Ich glaube, es sollten ein paar mehr Rattenfallen aufstellen da im Kloster. Jo. Den Schamanenschmied, den haben wir schon längst herausgefunden. Die haben einfach kassiert im Kloster. Alles klar. Jetzt weiß ich, woher die ganzen Kampfmönche herkommen. Die schaut eher aus wie so ein Bierkeller als eine Kaserne. Da war einfach ein Ring. Dann schauen wir uns mal an. I. Plus 1 Max Schaden, plus 2 Stärke. Ja. Die sind halt einfach so wack zeitweise. Wack, wack, wack. Die Tür mal offen lassen, damit ein bisschen frische Luft einer kommt. Ja, ich schon. Einfach ein Boss vor mir. Neben mir. Einfach draufhalten. Jau. Ich habe halt einfach nur zwei Auren, außer draufhalten kann ich fast gar nichts machen. Und Heiltränke trinken. Alter, was leuchtet denn das so rot? Siehst du das? Erfahrungsstein. Ah, der leuchtet so gut. So. Müsste jetzt hier gleich zur Bibliothek kommen, oder? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich hab gefühlt seit Ewigkeiten die gleiche Waffe. Meine macht 9 bis 14. Das ist ziemlich gut. Alles aufklauen. Wow, Post-Opi. Ich kann mich gerne nicht mehr aus, wo wir hin müssen. Wo waren wir noch nicht? Ja moin. Oha, die machen Damage. Alter, soll ich mal einen Heal-Drang eindrucken? Ich hab mal reingedruckt. Was ist das? Ja, jetzt noch ein Mana-Drang drauf.
Easy. Ich kann nicht noch mehr tragen. Kein Identifikationsproblem mehr, schüss. Hey, ist leicht. Wunder. Alter, der ist ein geil Knochenmagier. Der schaut voll cool aus. Erinnert mich aus irgendeinem Grund gerade an Terraria. Holy! Das ist ein Schmied! Alter, der macht Damage. Einfach draufhalten. Er macht mich fast hin. Aber weglaufen. Taktik, weglaufen. Taktik, schon. Das ist auch Taktik, der taktische Zurückzug. Hat der irgendwas Cooles droppt? So einen magischen Hammer vielleicht? Na, zwei und Axt, kannst du zwei und Sachen nehmen? Ich glaub schon, ja. Und dann da. Ja, aber das schauen wir mal an. Der ist ja nicht einmal Schauhandy, glaube ich. Nicht einmal Gold. Ja. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Hey! Hast du Identifikationsrolle? Ich hab gerade auch nicht verbraucht. Ah doch, das ist echt der Zweihänder. Warte. Mein Speer macht nämlich 4 bis 17 und das Ding macht einfach 6 bis 13. Was? Das hat gerade viel besser gelungen. What? Aber probieren wir den trotzdem mal raus. Da müssen wir mal nachfüllen. Ein Speer brauche ich nicht. So. Der Speer ist sau nice. Eigentlich besser sogar, ich will nur kurz das ausprobieren, wie sie das kämpft. Oh, der. Oh, er hat nachgeschaut. Das muss ich ganz schnell mitnehmen. Das hat so gut goldmäßig gleich, das ist oft. Ja, das ist der Hoher drin, Malus ist das. Der heilige Hammer. Jetzt können wir. Ist aber fertig mit dem Kloster, also du willst es noch fertig machen. Na, wir haben da eigentlich auch fast alles gesehen. Onward Pod. Im Hammer ist eben da, ja? Den kann man sogar verwenden. Ich verkaufe ihn mal. Wie viel Gold gibt denn der? So, gehen wir mal der Schmiede ihren magischen Hammer. Guten Abend. Vielen Dank, dass ihr den Horadrim Malus zurückgebracht habt. Nun werde ich einen eurer Gegenstände mit magischen Kräften ausstatten. Nur einen einzigen? Verzaubern. Ah. Kann ich da jetzt zum Beispiel. Was kann ich da jetzt eigentlich tun? Na? Na? Ah, und da kann er nur einen Wagen Sachen rein tun, ne? Der was noch gar keine Verzauberung umhaben, ne? Ja. Das zum Beispiel. Das kostet gar nichts. Bonk. Jetzt ist es Gespensthülle-Ringpanzer. Der hat jetzt actually 65 Verteidigung gekriegt. 33% mehr Verteidigung hat er gekriegt und so weiter. Geil. Das ist for real not bad. Schön, euch zu sehen. Hey, aber das war's? Ich kann jetzt gar nicht mehr auf Verzaubern klicken? Ja, lol. Hätten wir das auch geschafft. Ja, lol. Dann schauen wir mal weiter. Ich weiß wirklich nichts über Kane. Wo der Speer eigentlich besser ist, will ich mal die Axt ausprobieren. Hey, da steht schon mit einer Quest neben mir. Hey, der Kane. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben. Heißt die Dämonenkönigin ist das? Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden
und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. So, denn wir haben das Spiel dann durchgespielt. Wenn wir die Dämonenkönigin hinmachen. Das glaube ich nicht. Oder ist das einfach der erste Dialog von 1, 2, 3, 4, 5? Haben dann ein Fünftel durchgespielt? Wieso kann ich nicht mehr verzaubern? Ich habe ja gesagt, ich kann das noch einmal. Scheiße. Habe ich ja gesagt, zweimal. Das habe ich. Ja. Schwarz mal. War Blutmoor schon die erste Land, oder? Wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder nach Schwarzmoor gehen, hätte ich gesagt. Oder? Wir müssen nach Osten, sagt sie. Ja, sie hat. Wir haben den Hammer gebracht und sie hat gesagt, sie kann einmal einen Gegenstand verzaubern. Und da war kein Egos drauf geklatscht. Ich finde, ich bin sehr zufrieden. Aber ja, man kann ja ewig warten, ich weiß nicht. Aber meine Rüstung ist auf jeden Fall broken. Ich renne jetzt gerade zurück, ich glaube, gell? Schwarzmoor, ne? Das passt, glaube ich, sogar. Es geht gar nicht so einfach, den Überblick zu haben, wenn wir da jetzt jedes Mal neue random generierte Maps spielen. Schwarzmoor! Müssen da mal den Wegschein anfinden. Jetzt sind wir auch wieder neben dem Kloster. Ich hab jetzt da einfach 610% Schadenreflexion. Einfach nur Level up worden gerade. So ein Level up gegangen. Schlechter Schamane. Ist jetzt zwei Level ups. Nur eins. Ja, moin. Nice, wenn wir da mal Dinge anfinden. Wegschreien. Gefängnisebene Anzug. Okay. Bei mir sind es immer mehr Monster. Dann geht die Stadt, die macht ein Portal auf. Na, was schon. Muss den mal hinmachen. Ich renne von den einen Monster zu den nächsten Monstern. Dann wieder zurück zu den anderen Monstern. Ja, moin. Der Heal regelt gerade wirklich. Und der Söldner. Oder die Söldnerin, besser gesagt. Noch mehr. Yay. Das ist XP gewonnen. Ich bin überladen. Bist du durch das Kloster gegangen oder wieder zurück?
ziemlich in der Nähe vom Boss. Also beim Kloster schon weiter. Ja, der, wo wir beim Boss beim letzten war. Als ob es da weitergeht. Okay, ich schau da unten das Eck da noch an. Dann kommen wir zurück. So. Mal schauen, was da ist. Die Axt ist ja eigentlich ganz nice. Also sie fightet sich eigentlich relativ gleich. Da ist gar nichts, glaube ich. So, dann kommen wir mal auf. Einfach da im Kloster ein Board angefunden. Aber man merkt, wie der Schwarz war irgendwie den Board nie angefunden. Nice, hier kommen wir mal auf wieder. Auch so 1000 Jahre später und jetzt bin ich da. Das geht einfach da oben zum Gefängnis. Ich hätte ja fucking Portal aufgemacht. Na, du weißt ja nicht, wo ich bin. Jetzt weiß es. Ich komm schon wieder nicht weiter. Da. Ja, schon alles cleared. Fast, ja. Fast, ja? Ah, geil. Er macht auf den Speedrun des Lebens. Einfach ganz schnummi. Auf ein Fledermaus da. Jawohl. Und Billy Botan. Nice! Ja, gehen wir gleich in die Stadt, wenn wir schon draufstehen. Bis ich bei dir bin, gehe ich auch mal in die Stadt. Ja. Er hat einfach alles geklärt. So. Wo müssen wir denn hin? Ich hab da keinen Überblick mehr, hä? Ich hab den nur abgetan. Meinst du, wir sind da drinnen fertig? Na. Sag doch, jetzt bist du vorgekommen. Du solltest mich noch gehen, glaube ich. Das habe ich ja gesagt! Du so gib nur ein Portal! Das war nicht meine Frage. Nice, so jetzt aber. Müssen wir ja einen Speedrun machen. Ich glaube Montag 10 Uhr oder so, gar nicht 19 oder 12 Uhr ist es aus. Deckter Raum. Wo? Da. Echt? Ah, der Durchgang ist nicht einmal kit, meinst du? Ja. Stimmt. Dafür, das ist nicht so drauf. Nichts Gutes drauf. Ja, zwei Kisten waren schon. Zum schnell Gas geben, hey, Speedrun. Montag ist schon gleich. Das brennt jetzt gegen die Wand. Ich will die ganze Zeit nur Karten schauen, hey, weil ich da jetzt auch nicht mitgelaufen bin. What? Magic. Huch. Die Ladezeiten sind schon Wahnsinn irgendwie. Alter, jetzt geht's ab. Six saugt Mana ab, das ging nicht gut. Nice. Noch mehr. So ein Gespenster. Schon eher aus wie Vögel. Hm? Löse aber. Ring. Da ist eine Kiste zum Öffnen. Du bist gerade in der Kiste vorbeigerannt. Wo? Oh, die haben eine Sense, die machen viel Damage. Da war ein guter Natur. Wo? Ich bin überladen. Ich bin überladen. Wo ist die Kiste? Warte mal, wo? Da einfach.
nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht hey, bist noch du mehr blind? Tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ups. Ja, da ist ja überall Schatten, hä? Breiten Heal. Muss jetzt Gamma aufdrehen bis auf ein Maximum. Ich schau mal kurz. Einfach Gamma mal auf Max dann. Zur Sicherheit. Vielleicht schaut es ja schrecklich aus am Oben dann. 9 bis 15 ist gar nicht wenig Damage. Ja, wir kriegen langsam gute Waffen da am Boden. Der Ring. Die Ringe werden trotzdem nicht besser. Der macht 9 bis 15, mein Legendäres macht 4 bis 17. Das heißt, eigentlich ist es besser. Aber ich schäme mich nicht. Weil Legendäres weg tun, weißt du, wie man. Und ich. Komm da nicht da. Yo. Holy, bin fast gestorben. Oh mein Gott. Bin halt for real fast gestorben. Ja. Alter. Das fies ist nämlich auch, dass sie die Tränke halt nicht instant nehmen. Also ich glaube, auf Albtraum werde ich schon dreimal am Boden gelegen. Ich habe jetzt eine Dornenklaue gekriegt. Dornenkeule, so. Der ist ziemlich gut, aber gefühlt nicht so gut. Aber ich tue den mal identifizieren. Die macht 6 bis 10 Damage. Ja, eigentlich ist sie besser. Weil meine macht 2 bis 11. Zack. Auch immer neue Keule kriegt. Ich muss da mal Tränke nachstoppen. Nice. Du gehst zurück. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.